Hallihallo, ihr Lieben da draußen und ein herzliches Willkommen heute hier bei D-Dream, dem Nostalgieprojekt im LS22. Und ich muss gerade lachen, weil nämlich out of screen, also YouTube, ja, mich hat's gerade aufgestoßen und ja, okay. Dani Mahlzeit, genau. Ja, natürlich mit mir wieder zusammen meine liebe Partnerin, die Nicole. Hi. Moin, moin. Also aka Laura, ne? So, und jetzt steigen wir ins Geschehen ein. Laura? Ja? Hier, wir müssten mal, wir haben ganz viel zu tun, ne? Wir haben, du weißt ja, wir haben ja die Silage jetzt weggefahren. Ey, guck mal, ich habe dann vorhin die komplette Auszahlung gekriegt. Wow. Krass, ne? Ja, ist gut. Es waren über 40.000 Euro, also DDR-Mark. Wir haben jetzt, hat ja lang genug gedauert, ne? Also im Januar weggebracht und jetzt so die Auszahlung gekriegt. Pass auf, und zwar, wir haben glaube ich noch, wir hatten ja noch Gras liegen, wir haben glaube ich auch noch Stroh liegen, kann das sein? Kann sein. Und wir müssen Kartoffeln legen. Mhm. Was ist ja jetzt Priorität 1? Und wir müssen noch die zwei Felder, also das eine, was wir jetzt abgeerntet haben und das andere, wo Sorghumhirse drauf war, wo es ja auch abgeerntet war schon lange, die müssen wir wieder neu bestellen. Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht so richtig, was Priorität ist. Ich denke vielleicht erstmal auf alle Fälle die Sache. Na, pass auf, wir setzen uns mal ins Auto, wir fahren mal rüber zum Feld und gucken mal, ob da überhaupt noch irgendwas drauf liegt an Stroh. So, Kartoffeln habe ich schon runtergefahren, das steht auf dem Feld. Und die eine Pflanzmaschine habe ich auch runtergefahren vom Händler. Also wir haben jetzt alle beide unten. Okay. Die eine steht am Hof, gleich bei der Einfahrt vorne. Und das andere hatte ich schon runtergefahren ans Feld. Alles klar. So, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir vielleicht mal wenigstens schon mal anfangen. Ja, hier liegt noch ein bisschen. Hier liegt noch. Willst du es noch einfahren? Weil du bist ja jetzt ziemlich drauf eingerichtet. Oder wie wollen wir es machen? Naja, jetzt hier mit dem ganzen Unkraut wird es ein bisschen scheiße, ne? Naja, gut. Ist halt nicht anders, beschissen. Ne? Ja, geht aber nicht anders. Ich kann es anmachen, ist kein Problem. Also. Was gibt's noch? Wir können mal noch hochfahren zur Wiese. Da müsste ja eigentlich auch noch das Gras liegen. Beziehungsweise das Heu. Das müsste man ja dann auch mal einfahren. Also sprich, warte mal. Ich glaube, das sieht man ganz schlecht. Obwohl, nee, wenn der, du weißt schon, was für eine Ansicht machst, dann sieht man's. Verstehst du? Mhm. Ja, das könnte man ja eigentlich dann Adler noch pressen. Also wäre jetzt die Frage. Weißt du? Also auf jeden Fall pressen. Mhm. Ja, dass wir vielleicht erstmal das hier alles fertig haben. Und das geht ja eigentlich auch ganz schnell, das Pressen. Mhm. Weißt du? Dann könnte ich nämlich schon anfangen. Ja, und der Anhänger ist schnell voll. Da hast du wieder ein bisschen hin und her gefahren. Damit ist nicht mit ganz schnell fertig. Ja, ich weiß schon. Aber wenn wir das jetzt liegen lassen, können wir es irgendwann eingrubbern. Ja. Ja, pass auf, das steige ich jetzt hier aus. Und dann mach ich hier weiter. Naja, du kannst ja, also entweder du steigst aus und nimmst hinten den Schwadmäher mit. Oder fährst das Auto rüber, weil du brauchst einen Traktor. Hä, warum? Steht denn nicht alles hier, oder? Nee, steht hier ein Traktor.
Achso, das ist Hexlaw, ne? Ja. Achso, na gut, dann. Ja? Mhm. Also was? Ja, dann. Fahr. Hä? Ich hab doch gerade gesagt, willst du das Auto rüberfahren und ich nehme einen Häcksler? Oder fährst du das Auto rüber, fahr ich das Auto rüber und du nimmst einen Häcksler? Aber mit dem Häcksler kann man doch nicht pressen, oder? Nee, zum Hof fahren. So. Aber warum? Wir können ja so jetzt zum Hof fahren. Oder brauchen wir den Häcksler jetzt da unten? Nee, aber der muss doch nicht hier oben stehen. Achso, na ja, gut. Einfach aufräumen. Ah, Frauen manchmal. Merkt ihr das? Eieieiei. Gut, okay, was machen wir? Ich würde vielleicht gucken, dass ich mal anfange unten mit den... mit den Kartoffeln. Dass ich da schon mal losmache. Eventuell. Und, ja. So. Gut, okay. Ja, wisst ihr was? Dann, dann knalle ich jetzt mal runter zum Feld. Warte mal, das könnten wir mal hier abhängen. So. Ja, da fahren wir jetzt mal runter zum Feld. Und beginnen mal mit den Kartoffeln. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. So, weil wenn die jetzt presst, da haben wir das weg. Dann könnte man aber auch schon anfangen, die Felder wieder vorzubereiten. Das könnte ich vielleicht dann machen. Also ich probiere jetzt erstmal aus, ob diese Kartoffellegemaschine funktioniert. Zieh da mal eine Bahn, mal sehen, wie die Einstellungen sind und so alles. Das sollte eigentlich, denke ich, funktionieren. Und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen mit dem Thema Felderbestellung, Laura jetzt gerade ihr Ding macht. So, gut. Ich hatte doch irgendwo... Ah, hier ist die. Genau, und ich hatte doch da auch schon voll gemacht. Ja, sehr gut. Genau. So. Wollen wir mal gucken. Jo. Oh, steht denn das Zeug zum Einladen? Zum Einladen? Was meinst du jetzt? Ja, zum Stroh einsammeln. Hä?
Was meinst du jetzt, ne? Ich soll doch Stroh einsammeln. Ja. Wo steht das Zeug? Was denn für Zeug? Du hast der doch... Der Ladewagen, die Presse... Hä, die Presse steht doch auf dem Feld. Ja, und der Ladewagen, wo ist der? Was, der Gitterboxwagen? Ja. Mitten auf dem Hof. Steht mitten auf dem Hof. Hm. Siehst du, ne? Ja. Ja. Du schießt hier sinnlos hin und her. Warum? Ja, ich muss ihn doch irgendwie hier rüberkriegen. Du musstest doch sowieso einen Traktor holen. Aber ich denke, es steht alles hier. Ich weiß nicht, was du gerade von mir willst. Tut mir leid. Naja, gibt in der Zeit schön. Du musstest doch sowieso den Traktor vom Hof holen. Oder nicht? Oder willst du die Presse mit der Hand ziehen? Wo steht der scheiß Traktor? Am Silo, dort wo wir ihn das letzte Mal hatten. So. Warum habe ich den gerade nicht gesehen? Ich war doch gerade hier. Was hast du nicht gesehen? Den scheiß Traktor. Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. So, das mit dem Kartoffellegen scheint gut zu funktionieren, muss ich sagen. Scheiße, ich schaffe nicht einmal zwei Durchgänge. Brrr. So, gut. Also den Dings gefunden? Was? Den Anhänger? Mhm. Geh jedes Mal davon aus, dass es ein Teil ist, die Presse. Ich weiß nicht warum. Ja. So, gut. Das wird natürlich ein ganz schönes Geaddel. Naja.
Okay, na gut, dann müssen wir hier zu zweit sein auf alle Fälle bei dem Kartoffellegen. Es funktioniert. Ich hab's probiert. Soll ich rüberkommen? Jetzt nö, 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 nö. Das machen wir dann, wenn du drüben bei dir fertig bist. Kann noch dauern. Ja, ja, alles gut. Wenn wir das heute nicht mehr schaffen, ist nicht so schlimm. Wenn wir heute noch anfangen können, ist alles gut. Was mit Kartoffeln? Nee. Mit dem Stroh einsammeln. Warum? Ach doch, jetzt. Oh, nee, ernst? Oh. Jetzt. Das ging schon mal nett. Warum geht das nicht? Mensch, immer das, was ich will. Oh, was ist denn hier passiert? Was denn? Ja, auf dem weiß ich nicht. Achso, die hatte ich, glaube ich, eingesammelt mit der Hand. Nee, hier liegen noch welche. Oh, hier liegen ja noch ganz schön viele rum. Ganz hinten? Liegen welche auf dem Haufen, meinst du bestimmt? Ja, ja. Und dann liegen hier noch welche auf der Strohbahn verteilt. Ja, ist möglich. Da oben. So, warum kann ich das jetzt hier nicht einfüllen? Oh nee. Lass es heute bleiben, ehrlich. So, hier. Dann fahren wir jetzt noch eine Bahn runter und dann fahre ich vielleicht mal hoch und grubber schon mal das Feld um, wo wir gerade das Stroh runterholen, meine Lieben. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. So, ihr habt es gesehen, es ist ein bisschen Friemelarbeit hier mit den Kartoffeln, aber wir sind halt an der DDR, ne? Es ist halt einfach so.
Und grundsätzlich funktioniert das ganz gut. Man braucht hier ein bisschen Ruhe, muss ich sagen, bei dem Kartoffelzeug. Ja, mal sehen. Okay, also, ich würde sagen, wir sehen uns auf alle Fälle in der nächsten Runde wieder. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein und lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's erstmal gut, wir sind erstmal raus. Tschüss und ciao.